Heute steigen wir mal ganz woanders, und zwar in Brackwede. Ist ein bisschen südlicher, hinter dem Berg, wo wir sonst mal an der Burg fahren. Und ich überlege, wo wir langfahren. Ich könnte entweder noch mal links hoch, wieder Richtung Wald, dort noch mal durch die Berge pesen. Da würden wir ungefähr herauskommen, wo wir gestern aufgehört haben. Oder ich fahre mal einfach nach rechts, weiter in den Süden. Und schauen wir mal, was da so geht. Da bin ich noch nie lang gefahren. Ich habe auch keine Ahnung, ob es da wirklich was gibt. Oder ich mache eine Kombination daraus. Dass ich jetzt hier hochfahre. Eine kleine Runde drehe. Wieder runterfahre. Ich glaube, das wäre das Beste. Ja, ich glaube, das ist richtig. Wir sind nämlich auch mal, wie so oft, irgendwo lang gewandert. Mit Julias Vater. Der kennt es ja immer ganz gut aus, bei solchen Wegen. Und hier sind wir nämlich da, ich glaube, entweder bei der Kirche oder eben in der Nähe der Kirche hoch. Das sieht auch ganz gut aus. Das ist auch eine richtig schöne Strecke, wo wir da lang gegangen sind. Deswegen, da würde ich tatsächlich gerne noch mal lang fahren. Die ist nicht so weit. Und dann kommen wir am Ende sozusagen bei so einer Hauptstraße, glaube ich, raus. Wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir mal, ob das hier richtig war. Und dann geht es halt wieder runter. Und dann wäre ich sozusagen hinter Brackwede wieder draußen, könnte dort weiter runterfahren. Mein Gott. Was sind denn das hier für Hindernisse? Der Motor wieder richtig ackern. Ja, ich habe heute wieder die GoPro 9 drauf. Ich war mit der 10er nicht so zufrieden, liegt aber nicht an der Kamera, sondern an den Einstellungen. Und ich hatte es jetzt aber auch nicht mehr geschafft, das einzustellen. Ich habe wieder meine Brille vergessen, merke ich gerade. Verdammte Scheiße. Und ja, also ich habe jetzt heute die 9er wieder mit dabei, weil ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass der Ton... Warte mal, wo sitzt mein Mikrofon hier? So, mein Mikrofon sitzt direkt am Kehlkopf. Ich glaube, das ist eigentlich ganz okay. Ich hatte gestern das Gefühl, dass der Ton von der Umgebung sehr viel lauter war als sonst und meine Stimme sehr viel leiser. Vielleicht habe ich aber leiser gesprochen, keine Ahnung. Ich wollte heute ein bisschen lauter reden dann, in dem Fall. So, von hier lang. Ja, deswegen habe ich zu 9er wieder da. Damit die Settings auch wieder passen. Denn auch das Bild war gestern nicht ganz richtig. Das war auch mein Fehler, denn ich hatte nicht... Super View, also halt die komplette breite Sicht von der Kamera an, sondern nur, ich glaube, Weitwinkel. Und hat man nicht so viel vom Fahrrad gesehen. Die Schärfe war, glaube ich, auch nicht richtig eingestellt. Aber wie gesagt, die 10 habe ich sonst immer in einem komplett anderen Setting verwendet. Da war alles für eingestellt. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ich habe dafür viele Bilder von der 360-Cam genommen, was ich auch tatsächlich irgendwie geiler finde. Ich weiß, ihr könnt es mir gerne reinschreiben. Was schöner zum Gucken ist. Ich finde, die 360-Bilder haben einfach mehr. Weil du viel mehr so siehst. Vom Fahrrad selber, von der Umgebung sieht man tatsächlich auch gefühlt mehr. Weil es halt auch ein größerer Winkel ist. Huch. Bisschen zu weit ausgewichen, hä? Naja, muss man gucken. Aber von der Halterung bin ich echt beeindruckt. Also, das hat ja gestern richtig gewackelt. Und ich meine, klar, das Bild hat auch gewackelt, aber... Es war alles noch zum Gucken, also zumutbar. Und im Prinzip ich im Zentrum, wenn ich getrackt war, was ich eigentlich fast 90% der Zeit gemacht habe, hier lang, also dass die Kamera immer mich im Fokus hat, weil das Ding ist einfach, ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn wir jetzt sozusagen, hier ist die Kamera und sobald ich eine Kurve fahre, ist die Kamera ja insgesamt gedreht, das heißt aber auch, ich bin woanders im Prinzip. Das heißt, sie nimmt nicht immer mich auf, komplett, sondern sozusagen sie filmt in diese Himmelsrichtung. Und sobald die Himmelsrichtung sich ändert, indem ich das mit dem Fahrrad verändere, indem ich eine Kurve fahre oder so, müsste ich das dann immer händisch nachjustieren. Und da jetzt Gott sei Dank, hui, hey, jetzt Gott sei Dank die Funktion, dass man sich tracken kann. Das ist nicht der Weg, den ich wollte. Hm.
Doch nochmal zurück. Krass, guck mal, wie hoch wir schon sind. Holy shit. Ja, also wie gesagt, ich bin da schon echt sehr zufrieden mit, was die Kamera so geliefert hat in Verbindung mit der Halterung. Warum das Mikrofon am Ende ausgesetzt hat, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich habe nämlich heute noch mal die ganze Verbindung kontrolliert. Oh, fuck, ich mich auch. Ist auch zu Ende. Mann, ich will doch mit dem Wald fahren. Karte. Hoch oder runter? Hoch oder runter? Ich fahre ein Stück hoch. Ja, und das war alles eigentlich. Also, oh, komm. Ich stehe doch auf kleine Wege. Da durchkommen? Würde man da durchkommen? Packen das hier ein bisschen rein, stellen das ein bisschen hoch und dönern da rein jetzt. Okay. Geheime Pfade. Gleich in den Garten. Junge, bricht das hier ab. Oh, da ist mit Dorn hier. Aua. Aua. Ist hier weg. So für die Gärten hier, so der Hintereingang, Hinterausgang. Ich komme hier niemand entgegen. Ich kann hier nirgendwo wenden. Ich werde aber auch mal wieder Rasen mähen, oder? Oh Gott, jetzt irgendwann ist vielleicht Sackgasse bestimmt. Ich stehe einfach vor der Wiese. Oh mein Gott, brennt es hier. Scheiße. Oder? Nee, doch nicht. Was ein Weg. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Puh. Oh, meine Beine. Oh. Gut. Ich fahre so lange, wie es einen Weg gibt. Wie es den Anschein eines Weges gibt. Gut, das ist auf jeden Fall nicht die Strecke, die ich fahren wollte und die wir gewandert sind, aber ich bin mal. Oh, wir sind an der Kreuzung lang. Nee, ich fahre hier weiter. Jetzt kreuzen sich hier noch diese komischen Wege. Aber ich bin nicht der Erste, der hier lang geht. Von daher, das ist ohne Scheiß, was ich mich wirklich schon oft gefragt habe, wie entstehen solche Pfade? Laufen da einfach tausende von Menschen quer durch und irgendwann ist es so platt getreten, dass daraus ein Pfad entsteht? Oder wie entsteht sowas? Klar, manche werden angelegt, die größeren, aber solche kleinen Trampelpfade. Laufen da einfach immer wieder Leute lang oder fahren so mit dem Fahrrad durch wie ich? Und dann heißt es so, ja, jetzt ist hier ein Weg. Das ist hier einfach so. Habe ich noch nicht verstanden. Oh nein, auf dem Parkplatz. Ja, okay, cool. Ja, das ist die Straße, wo ich ursprünglich rauskommen wollte. Cool. Da bin ich wenigstens so im Endeffekt dahin gekommen, wo ich rauskommen, aber ja, wo ich hin wollte. Jetzt könnte man, fahren wir weiter nördlich, also weiter oben in die Richtung? Oder war das da? Da gab es einen Übergang und danach war das eigentlich richtig cool. Da kam man noch an so einer kleinen Kapelle in so einem Waldstück vorbei. Doch, ich glaube, das war hier. War das hier? Komm, wir fahren mal da lang. Ich habe mal Zeit. Also wenn hier gleich Pferde sind auf der linken Seite, dann bin ich richtig. Wenn nicht, dann bin ich falsch. Ugh.
Das war gerade nämlich ein Einsauen, ey. Das war bestimmt geil, wäre da richtig durchzubrettern. So oder so, alles gut. Die Strecke gefällt. Junge, das könnte sogar sein. Krass, wie das so hoch geht. Weiß nicht, ob ich da durchgekommen bin. Also, da durchgekommen wäre. Wahrscheinlich schon, wir haben es jetzt überall durchgekommen. Ich fahre mal hier hoch. Ein bisschen offizielleren Weg diesmal, wenn es geht. Das ist inoffiziell hier. Oder war das da schon der Wanderparkplatz? Das hat ja da das Schild hingezeigt. Wanderparkplatz so. Ey, ohne Scheiß, ich mache die gleichen Fehler wie gestern. Ne? Ich habe die Brille nicht dabei. Ich habe jetzt schon wieder Durst. Ich habe wieder kein Wasser mit. Aber gleich halte ich irgendwo an und hole mir was. Zwillenhäuser, nein. Städter, Privatweg, kein Durchgang. Okay, dann fahren wir runter jetzt. Auch für Menschen, für Fahrräder. Ich guck mal. Schön, alles durch. Dankeschön. Alright, die ungefähre Himmelsrichtung stimmt. Gucken wir mal, was wir da finden. Das ist so ein Teil von Bielefeld. Also selbst in der Gegend hier war ich so selten. Weil es hier irgendwie nichts gab für mich. Wir kannten hier glaube ich keinen. Obwohl, stimmt gar nicht, da unten hat jemand gewohnt, also richtig in Senne. Vielleicht finde ich das sogar. Das war ein Flugplatz. Da bin ich sogar schon mal lang gefahren. Flugplatz. Habe ich ja gefilmt? Weiß ich gar nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da bei dem Flugplatz nämlich auch so ein bisschen Wald und Wiese, wo man rumfahren kann. Wenn ich mich jetzt nur noch erinnern könnte, wo es da hingeht. Aber Flugplatz müsste eigentlich auch ausgeschildert sein. Naja. Nee, ich glaube, das finde ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da vorne hätte reinfahren müssen. Habe ich auch keinen Bock. Das Gefühl, dass heute die Sackgassenfolge ist. So viel ich jetzt schon irgendwo wenden musste oder gewendet habe. Ich fahre jetzt aber weiter nach unten. Immer weiter. Aha. Ich habe mich tatsächlich schnell gefahren. Also wir nehmen hier durch den Park weiter. Das war mit Manuel damals die Tour. Und mit dem Benjamin? Benny? Ich glaube schon. Sorry, wenn ich... ich kann mich nicht dran erinnern. Wir sind einmal gefahren. Ich habe auch ein Video gemacht damals. Aber was war denn mit der Kamera? Irgendwas war mit der Kamera. Oder mit dem Bild. Irgendwas war auf jeden Fall so, dass ich es nicht verwenden konnte, leider. Das war ein bisschen dumm. Ja, und hier haben wir Manuel dann gezogen, abwechselnd und geschoben, weil der Kleine mal wieder zu wenig Akku hat. Das weiß ich nicht. So.
fahr mal nach rechts hier. Ist doch viel besser. Da geht es nämlich ins Grüne. Wir wollen ja ins Grüne. Jupp. Das sieht besser aus. Ach, guck mal, da muss ein Fahrradweg. Fahrradweg. Naja. Ah, der Graben dazwischen sieht sogar. Was ist das denn? Geiles Teil. So. Nicht galant, aber ey. Das Gute ist ja wirklich hierbei, klar, ich meine, man sieht es halt, wenn ich langsamer werde, aber das Ding hat halt wirklich ein Bremslicht, das RX. Das finde ich schon echt gut. Das sollten auch die anderen Fahrer, also zumindest das ZX haben. Weiß nicht, ob man das. Man kann das mit Sicherheit nachrüsten. Dass man dann ein anderes. Obwohl, wird das Signal weitergeben? Ich weiß es nicht. Weil hier rüber, wie läuft das hier? Ich bremse und über das Signal der Motorbremse, was über die Bremshebel ausgegeben wird, durch die Steckverbindung, gibt es dann wahrscheinlich ein Signal für das Licht auch. Keine Ahnung, ob das beim ZX dann auch so gehen würde. Wäre immer interessant zu wissen. Weil gerade wenn man da ne, ganz in der Stadt mitfährt, ist das vielleicht schon ganz sinnvoll. Wo sind wir denn hier? Ah ja, guck mal. Wo geht's hier denn hin? Ja, hier sind wir, glaube ich, tatsächlich zurückgefahren ein Stück, weil da unten, ist das nicht hier? Es gibt auf jeden Fall hier eine ganze Ecke, parallel, einen Weg, der richtig geil angelegt ist. Guck mal, da unten auch. Weil wir waren, da ist ja auch in Richtung Moe's Diner. Und von da sind wir eben zurückgefahren. Und dann sind wir ungefähr hier den Weg gefahren, wo ich jetzt... Guck mal, alles neu gemacht hier. Aber ja gut, die Autobahn ist auch noch nicht so alt. So, hier lang, da lang. Hier ist kein Fahrradweg, ist klar. Ich habe übrigens 1034 Kilometer. Ich habe die 1000 Kilometer gestern geknackt. Oder heute. Gestern wahrscheinlich. Ja, 1000 Kilometer mit dem RX. Ohne Mucken, ohne Zucken. Offroad, Onroad. Wie gesagt, das Einzige, der Reifen, der mir letztes Tag kaputt gegangen ist, durch irgendwie Materialfehler oder was weiß ich, das ist das Einzige, was halt jetzt ist, dass meine Gangschaltung, aber wie gesagt, ich muss ja die Gangschaltung, also ich habe die Gangschaltung abgebaut, den Bautenzug abgebaut und so, weil ich es nicht auf eine Kette gekriegt habe, haha, Wortspiel, die Kette drauf zu machen wieder, beziehungsweise die Gangschaltung richtig dran zu kriegen. Und ja, das ist echt das Einzige, also von daher absolut robust, die ersten 1000 Kilometer, fährt sich, als wenn es gerade neu ist. Merkt sich wirklich keinen Unterschied, tatsächlich. Ich habe auch gestern, also heute beim Video bearbeiten gemerkt, wie geil das eigentlich ist mit der 360-Kamera, dass man auch immer so ein bisschen, wenn ich jetzt so von vorne gefilmt werde und hinter mir die Sonne ist, wie geil das eigentlich aussieht. Ich mag das so total. Und wenn das dann immer noch so genau zufällig passt, dass die Sonne so ganz knapp hinter meinem Kopf ist, dass sie dann mal so zwischendurch ein bisschen da durchscheint, da ist der Fernsehturm, alles klar, ist mal ein super Orientierungspunkt. Und ja, das finde ich echt cool. Dass man da wirklich so ein bisschen auch mit dem Licht spielen kann und mit der Sicht. Ach, wir sind schon in Ummeln. What the fuck? Okay, krass. Sind wir schon so? Also, hä? Sind wir so nah dran oder ist Ummeln so groß? Schick, schick, schick. Ummeln. Auch nie wirklich da gewesen. Ich könnte niemals neben einer Kirche wohnen. Ich würde das wahnsinnig machen. Dieses Gebimmel an den Sonntagen.
Letztes hat einer irgendwo geschrieben, warum man das nicht so macht, dass es das Kirchenglock nicht mehr gibt und man als Kirchensteuerzahler eine App runterladen kann und sich sonntags dann live das Kirchengebibbel anhören kann oder so. Dass es nur noch digital ist. Das wäre mal eine Lösung. Hier war ich auch schon. Wo war ich hier schon? Krass. Ich bin nicht weit genug südlich gefahren. Ich bin wieder zu früh rüber, weil ich dachte, da ist grün. Aber im Prinzip ist das alles bekanntes Gebiet gewesen. Fahren wir hier. Nun gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Natürlich gerne wieder liken, kommentieren, subscriben. Ihr kennt das Spiel. Dann sehen wir uns morgen frisch und munter. Die Woche wird geiles Wetter. Zumindest was jetzt die Vorschau so sagt. Mal gucken, wie es morgen ist. Morgen ist wahrscheinlich wieder komplett alles mit Regen überzogen. Aber ey, so oder so wird irgendwie gefahren und irgendwas gemacht. Ich danke fürs Reinschauen. Macht's gut, haut rein.